So, als ich vor 8 Jahren das erste Mal ein Insekt gebissen habe, hat mich das so geekelt. Und heute ist das selbstverständlich und normal. Und auf meinem Teller sind noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Quallen oder Hühnerfüße oder Invitromid, Algen. Und all diese Sachen, die machen Sinn zum Essen. Aber was mir vor allem auch wichtig dünkt, ist, dass sie extrem fein sind. Bei jedem Tier, bevor man es essen kann, muss man es töten. Und bei den Insekten funktioniert es mit Wärmeentzug, wie im Winter. Da sterben sie. Und für das tue ich sie bei mir daheim in Tiefkühler. So. Bei den Heugümpern ist es so, die haben ja vor 2 Stunden noch gelebt. Und darum haben sie noch einen vollen Magen-Darm-Trakt. Und das ist wie bei den Shrimps. Der, der liegt hier im Körper innen. Und der Magen-Darm-Trakt ist voll Bitterstoff. Und darum nehme ich den eigentlich jeweils raus, wenn ich ihn essen will. Jetzt bei den Heugümpern ist es so, die haben noch Tibien, die Sprungbeine. Die sind bedornt und die können bleiben hängen im Haus. Darum knicke ich die unter dem Sprunggelenk eigentlich ab. Und nachher die Deckflügel und die Unterflügel. Jetzt sieht man auch mal, wie mega schön das die sind. Dort kommt auch meine Faszination für die Tiere her. Das ist echt wunderschön. Die kann man schon auch essen, aber sie sind nicht mega fein. Sie haben Ballaststoff, ist eigentlich gesund, aber sie sind so ein bisschen zäh und ledrig. Und die nehme ich mit einer kurzen Dreibewegung weg. Das braucht ein bisschen Übung am Anfang. Und jetzt kommt eben das Entfernen vom Magen. Und das ist wie bei den Shrimps, kann man echt den Kopf abreißen. Ich mache hier aber ein Schnittchen und schneide hier zwischen Kopf und Rückenpanzer das Membran durch. Geht hier ohne, aber so ist es ein bisschen einfacher. Und dann kann man eigentlich mit einer Ruckbewegung den Kopf rausziehen und dann kommt eigentlich der ganze Darm mit. Das will man eigentlich nicht essen. Das ist dann das rohe Produkt, das ich am feinsten finde, so, wenn es angebraten ist. Es ist nicht wirklich realistisch, das bei 100 Heugümper zu machen oder jeden Tag zu machen. Darum ist so eine Möglichkeit, dass sie sich 2-3 Tage im Schachtel lassen, ohne Futter, und dann können sie sich entleeren und dann kann man auch das ganze Tier essen. Es hat über 2,5 Millionen Insekten hier auf diesem kleinen Platz. Und für mich hat hier alles angefangen, als ich vor 8 Jahren mich für die Insekten begeistert habe. Und ich durfte hier immer die Kästen auslehnen, heimnehmen, stundenlang mit der Lupe zeichnen und die beobachten. Man sieht hier wunderschön die riesige Vielfalt an Formen und Farben, Oberflächenstrukturen. Also zum Beispiel die Maulwurfsgrillen, Heimchen, Wanderheuschrecken. Man kann die natürlich alle essen, ausser sie haben natürlich Abwehrgiftstoffe, die einem nicht so gut tun. Aber in der Schweiz sind 3 Insektenarten erlaubt: die Heimchen, der Maulwurm und die Heuschrecken. In der Welt der essbaren Insekten sind über 2000 Exemplare aufgelistet, die gegessen werden. Es sind 2000 verschiedene Geschmäcker und verschiedene Formen. Also auch für die Gastronomie ein wahnsinniges Potenzial, das man hier ausschöpfen kann. Das, was ich jetzt mache, kommt aus Mexiko und ist bekannt unter Chapulines. Sehr scharf im Öl angebraten, meine Heugümper. Das ist so ein bisschen mein Favorite. Und das Coole ist,
Schale wird dann richtig knusprig, so crunchy. Und ich finde crunchy und salzig. Mit Chips ist natürlich perfekt. Aber es ist ja immer auch noch recht fein, wenn es noch eine gewisse Süße hat. Darum tue ich ein bisschen Honig oder jetzt in diesem Fall ein bisschen Kokosblütensirup dazu. Und dann für das Auge ein bisschen Sesamsamen, die dann schön dran kleben. So. Und das ist so das perfekte Apéro, das man, so, wenn man Gäste eingeladen hat, kann servieren kann. Da hat man sofort etwas zu reden. Die meisten Leute haben es sicher noch nie gehabt. Und ich finde, vom Geschmack her, es ist etwas Aufeins. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Zitronensaft oder Limettensaft wie in Mexiko drüber träufelt, dann ist das wirklich etwas wahnsinnig Feines. Man hört, es ist so crispy, etwas scharf. Die Säure von der Zitrone, die mega gut passt, auch mit der Süße vom Kokosblütenzucker. Und nussig, etwas nach Shrimp. Also ich finde mega, mega feinen Aperol-Snack. Wirklich fein. So Orte sind für mich natürlich wahnsinnig inspirativ. Ich kann die Hälfte nicht lesen. Ich kann nur aufgrund von was ich sehe, irgendwie schauen, ob es mich anspricht oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man Sachen zubereitet. Das Vermicell aus Palmzucker. Und das ist, im Ausland ist das irgendwie auch super cool, wenn man es aber nicht lesen kann, weil die Sprache nicht im Weg ist. Fermentierter Fisch. Ich kann natürlich Trend Reports lesen auf dem Internet oder zu Starköchen in ein Restaurant essen, aber ich kann auch wie hier in so einen Supermarkt gehen, zum Asiaten, zum Inder und neue Produkte kennenlernen und echt mit denen mal experimentieren. Und einfach Umfahren eingenommen, neue Produkte kennenlernen und die tangen oder schmecken oder daheim mal ausprobieren. Also auch das hier ist eigentlich ein Ort von Inspiration für meine Arbeit. Bieler Seefisch. Es ist sehr einfach, in den Supermarkt zu gehen und einen Fisch zu kaufen. Das kann jeder. Aber auf den See rauszufahren, zu fischen und nachher wirklich den eigenen Fisch, den man selber gefangen hat, noch fein zuzubereiten, das ist echt ein Mehrwert, den ich finde, man schätzt halt das Lebensmittel umso mehr. Einfach, wenn man die Zeit und die Stunde und den Aufwand würde rechnen auf die Menge an Fisch, die ich nachher fahre, so einen Tag, das ist eigentlich unbezahlbar. Das steht in gar keinem Verhältnis zum Aufwand. Für das wir dann im Supermarkt einen Fisch kaufen, für so wenig Geld, den konsumieren, vielleicht noch einen grossen Teil davon wegschiessen. Diese Sachen werden einem bewusst, wenn man dann selber mal draußen ist und probiert, eben so das Leben, was jetzt fahre. Für mich ist Erfahrung zu machen auch ein gewisses Wissen, das man generiert. Und als Ereignisdesignerin
arbeite ich eigentlich damit, dass ich oder meine Gäste über den Körper etwas erleben, was sie nachhaltig prägt. Also ich habe jetzt die Verkäuferin gefragt, wo die Quallen sind, aber anscheinend hat die einfach niemand gekauft, außer mir. Und darum haben sie sie nicht mehr im Sortiment. Aber dann machen wir doch einfach Hühnerfüße. Weil Quallen habe ich nicht im Garten, aber Hühner schon. Darum würde ich sagen, lassen wir die hier. Und machen einfach frische. Hühner halten kann eigentlich jeder, der einen kleinen Garten besitzt. Das ist absolut nicht aufwendig und der Ertrag ist dafür umso grösser, sei es mit frischen Eiern oder mit Fleisch. Plus, ich kann Food Waste vermeiden, indem ich meine Rüstabfälle den Hühner verfüttere. Also ich finde das Huhn als Nutztier auf der ganzen Linie eigentlich total sinnvoll. Wenn man Hühnerfüße essen will, sollte man sicher zuerst mal die Klauen schneiden. Und vielleicht auch die Federn, die es jetzt noch dran hat, die abnehmen und ein bisschen putzen. Die sind wirklich im Schlamm rum. Und da kann man gut auch mit der kratzigen Seite des Schwamms da ruhig ein bisschen reiben. Das Huhn, das war unser Kampfhuhn. Die haben fast kein Fett, also sehr feines Fleisch. Und speziell ist, dass sie einen Gendefekt haben und kein Farbpigment. Und dadurch sind sie ganz schwarz. Also die Augen sind schwarz, die Gefieder ist schwarz, die Füße sind schwarz. Aber auch das Fleisch und das Blut ist schwarz von der Germani. Die Hühnerfüße isst man normalerweise frittiert. Aber damit sie noch ein bisschen mehr Geschmack aufnehmen, lasse ich die 2-3 Tage in einer Marinade im Kühlschrank. Und in die Marinade kommt Sojasauce und Essig rein, aber auch gehackten Ingwer, Zitronensaft, Knoblauch und Chilischoten. Jetzt kann man einen echten Hühnerfuß in die Marinade tun. Globale Tendenzen oder Trends, Entwicklungen. Es kommt natürlich darauf an, von welchem Weltteil man spricht. Reden wir jetzt von der westlichen Welt, von der reichen Welt? Oder reden wir von der dritten Welt, von Subsahara-Staaten, wo es wirklich um die harte Proteinbeschaffung geht? Geht es um Städte, geht es um Land? Also, da muss man immer relativieren. Aber allgemein glaube ich, kann man sagen, dass wir einen Rückgang von rotem Fleisch werden verzeichnen. Oder einen Rückgang auch von Fisch. Die Fangquoten sind ja schon heute rückläufig. Durch die Ressourcenverknappung wird sich rotes Fleisch verteuern, weil es sich zu viel kostet, um die Tiere zu nähren. Hingegen weißes Fleisch, wie zum Beispiel Poulet, das extrem schnell wächst, das minderwertiges Grünfutter braucht, um zu züchten, das wird sicher zunehmen, weltweit gesehen. Schlussendlich ist ein Hühnerfuß ja nichts anderes als Knorpelmasse mit ein bisschen Fleisch und Haut drüber. Und durch das Frittieren sprengt es natürlich auch die Proteine auf. Also man muss sich vorstellen, man knackt dann wirklich einfach so ein bisschen an diesem Knöchel rum. Und es ist vor allem einfach viel Salz und Fett. So. Ja, und das ist jetzt halt kein industrielles Produkt, sondern es ist echt Natur. Und ich finde, das ist echt wunderschön, so wie es ist. Und es braucht gar nicht gross Schnickschnack rundherum.